Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag hier in der Bundesliga mit unserem Marco Sini. Wir haben den 32. Spieltag. Was sagst du? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich geil. Ich muss 4 Tore schießen, also und keins kassieren, und das schaffe ich heute. Jo. So, oben seht ihr Sky Bundesliga live hier auf Zockerlet TV, und da ist er schon, Aaron Hunt. Super, machen sie es. Katscha gibt zu Dings und Elise sind schon. Er sieht da oben Müller, nein, Donati, der alte Flusenbier. Aber da ist er. Ah! Ah! Du schreist rum wie eine Krähe, Mann. Ja, Mann! Unerträglich. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Good shot! Der Zocker spielt heute sehr defensiv, weil er will seine zweite Freundschaftsspielsaison gewinnen von 19. Ich kann das schon verstehen, dass man da. Lass mich so ein Chinesen aus. Dich schön ins Ablauf laufen lassen. Mit dem Chinesen, der seine Suppe isst. Ja, genau, der. Oh mein Gott, bin ich gerade gut drauf, Alter. Oh! Und jetzt Yunus Mali! Córdoba! Eindeutiges Foul, muss ich sagen, Mann. Alter, ich muss früh anfangen, Tore zu schießen. Ja, als ob, geh mir halt von hinten rein. Rote Karte, würdest du sagen. Ey, jetzt ist er auch noch verletzt. Wie er einfach defensiv spielt. Ich glaube, der spielt 4-5-1 oder 5, was weiß ich. 5-4-1, was ist. Ach. Mainz muss auch im echten Leben um den 6. Tabellenplatz und somit um die Europa League Qualifikation kämpfen. Und das wollen sie auch! Oh! Hure! Türstelle! Hure! Sei ruhig! Sei ruhig! Ich muss mich konzentrieren! Sonst wird es nichts hier. Deswegen totaler Angriff. Ich sehe schon kommen, ich verliere 5-0 oder so. Aber egal. Oh! Mainz muss es versuchen. Córdoba, zu langsam. Aua. Hey, Bezi. Was für ein Spiel. Guck dir mal seine Beine an, Mann. Das sind doppelte Arme sind das, Alter. Oh mein Gott. Gewinnen ist das Ziel für die Hamburger. Ach komm, wie er den bekommt. Willst du mich verarschen, Mann? Alter, was für geile Animationen. Da gibt's erstmal die Red Card. Ihr Red Card, komm! Und nix, es gibt nix. Oh mein Gott. Hier den sexy Schiedsrichter. Die Hamburger Spieler laufen ihn schon nach. Ach du Kacke, was war das für ein Pass, Mann? Ach komm. Pässe können die nicht spielen. Ach Mann, das wäre so wichtig gewesen. So, erste Ecke hier im Spiel. Was macht Balogun? Der. Oh.
Ja, ist auch, Alter. Ich kann nichts machen mit dem Ball. Er nimmt ihn einfach ab. Und jetzt Ilicevic, ja. Baumgartlinger, natürlich mit seinen 60 Pace, kann da nichts machen. Nee. Oh, Müller! Nikolai Müller, der Mann, Superman, Alter. Yeah. Der Superman of the Man. Ah, ja, steht. Oh, Alter. Vor allem, weil ich Ball gespielt habe, aber sagen wir es mal keinem. Scheiße! Mann, was ist das? Alter. Die gewinnen, aber die Mainz sind Pfeifen. Mainz bleibt Mainz, Alter. In Mainz. Da kann nur Karius was und dann was weiß ich, Alter. Clemens, der kann nix. Seinen gegelten und schleimigen Haaren. Die mit Kokosöl eingecremt sind. Kennst du ja auch den Typen, der wo so ganz eine hohe Stimme hat und dann sagt er zu Beginn seines Videos, er hat keine fettigen Haare, es ist Kokosöl. Der ist auch mega witzig, der Typ. Balogun, ach komm, ach komm. Willst du mich verarschen? Clemens, Clemens und der Traum ist da. Es gibt's es nicht, Alter, Mann. Und wer ist da? Cristiano Ronaldo. So fucking unverdient, Alter. Guck mal, er kriegt ihn, aber er leitet ihn automatisch weiter. Sowas, so eine Scheiße kann halt nur FIFA, Alter. Man hört es im Stadion. Alle rufen sie, let's go Mainz. Das pusht natürlich nochmal. Die Mainzer. Und die wollen gleich weitermachen. Clemens jetzt, Dribbling. Verliert ihn, aber jetzt wieder geschickt. Clemens, wie macht das jetzt? Auf die Außen zu Latza. Latza, Latza, hat ein Lätzchen. Koropa, hey, hey, schieß doch, Mann. Ja, genau, in meinem Angriff, du Scheiß. Genau. Mann. Oh Mann, eigentlich so unverdient. Hamburg hat sich richtig gut von der besten Seite gezeigt. Mainz war richtig am Rumtorkeln. Hatte so oft Glück gehabt, dass die Hamburger nicht am Ende durchgekommen sind. Auch der Schuss von Ilicevic hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Und dann durch einen FIFA-Bug, ja, rollt der Ball natürlich wieder von dem Fuß des Hamburgers zu dem, der wieder perfekt steht. Und kann da so ein blöder Scheiß passieren. Ja, der Ball sitzt natürlich gerechtfertigt auf Hamburgs Seite. Auch die Schüsse sind halt einfach viel besser von Hamburg. Es wird halt einfach bloß nicht gewertet. Das ist das Problem, was Hamburg derzeit auch öfters hat. Und wir sehen in der Spielereignisliste, Córdoba hat sich verletzt. Da muss Mainz also definitiv einen Wechsel machen. Muss ich nicht. Und er ist auf jeden Fall verletzt. Und, ach ja, Leute, bloß was mir so einfällt. Ich bin mega happy, weil mein Controller jetzt wieder funktioniert. Beziehungsweise FIFA mich nicht mehr trollt. Jetzt kann ich wieder einwechseln. Das heißt, Mr. Jozocker bekommt richtig auf den Sack. Schauen wir mal, ne? Ja, da. Blasic kommt für Mali. Und ja, Bowie kommt für Ilicevic, weil ja, Bruno sagt, Ilicevic, du Kacknoob, ja? Du hast es nicht gebracht. Ja? Der neue Junge. Mann, oh Mann. So, sehr offensiv, auf geht's. Drei Tore fehlen noch. Schaffen wir schon noch. Mainz ist stark. Latza jetzt, weiß nicht, wohin spielen soll. Paul, eindeutig. Oh, sehr gutes Zusammenspiel jetzt. Ja, ja, ja! Sehr schönes Ding. Auch 5 Minuten nach Dings kommt wieder schön raus und Aaron Hunt sieht den und zieht den einfach ab. Nee, kein Lob. Nein, kein Lob. Es wird der angeschnittene Schuss. Mann, wieso? Wieso? Und Aaron, the ultimative Hunt. Der darf mal wieder ran. Der darf mal wieder ran. Ich muss meine Jacke ausziehen. Ich hoffe, ich. Ah.
Eigentlich sitzt der nur im Schlipper da, aber das sagen wir jetzt niemandem. Mann, oh Mann. Tor! Oh! Hey, schlag mich nicht. Der hängt hier. Der ist fuck, Mann. Oh Gott, Digga! Oh mein Gott, Baumgartlinger! Der Österreicher, der Kapitän! Da guckt Adler, nur dumm aus der Wäsche. Was ein Schuss vom Sechser von Mainz. Und sofort ist die ganze Euphorie von Mr. Jozoka weg. Er dachte halt, ich lasse ihn jetzt wirklich gewinnen, aber so nicht. Ektal, Karius ist da. Bartsch, guck dir das an. Bam. Der ist so ins Ausgegangen. Scheiße. Scheiße, da hört man schon die verzweifelte Stimme heraus. Ja, wenn ich gehalten wäre, dann ist es ja klar, dass ich den Ball nicht bekomme, Mann. Komm, da steht schon wieder keiner. Er weiß es, er hat seinen Cheat Engine aktiviert, Mann. Egal. Jetzt muss es schnell gehen. Córdoba, jetzt! Fans, die helfen meins nicht. Ist klar, dass sie jetzt hier verlieren. Ah, das gibt's doch nicht, Alter. Ja, stell dich halt immer mit deinem fetten Arsch in den Weg, Mann. Du musst schon längst die rote Karte geben, Alter, wegen Weigisch. Mann, ey, jetzt halt mich halt noch mehr fest. Raste aus, Alter. Schoko trink für immer. Baumgartlinger, was macht er? Spaß, Mann. Jetzt schenke ich ihm die Saison, Alter. Das macht mich jetzt aggressiv. Hier sehen wir nochmal das schöne Tor halt. Alter, das macht mich aggressiv. 71. Minute schon. Du hast dir bestimmt die Lobby gecheatet, dass die Halbzeit einfach nur 3 Minuten dauert, dass du keine Tore eingeschenkt bekommst. Mann, oh Mann, ey, das sind mir solche Leute, die immer die Lobby hacken müssen. Ja, es geht schon weiter, er sagt nichts an. Fair Play war schon immer ganz oben bei ihm. Nicht. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin, ich geh... Mann, oh Mann, oh Mann! Spiel doch dann oben hin, du Schmalzlocke. Ach komm, das ist jetzt Pech, Mann. Ist das, Alter. Bloß weil der NPC wieder für Mr. Jozoka spielt. Córdoba. 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 3-1. Das Herz in die Kamera. Das Küsschen. Und nochmal das Küsschen. Jetzt geht es ab hier im Mainzer Stadion. Oh, stark durchgesetzt gegen Katja und der Abschluss. Weltklasse. Doch sowas hat man ihn verpflichtet, sich durchzutanken. Scheiße, Mann, Alter. Keine Kraftausdrücke hier. Kacke, war der Schuss schlecht.
Auf geht's, Mainz und kämpfen und siegen, höre ich hier im Stadion. Jetzt Grundlinie. Ah, schade. Das gibt's doch nicht, Alter Junge! Willst du mich verarschen? Es war schon wieder so FIFA, wie er den Ball annimmt und den Gegner vorlegt, Alter. Gerecht wie Kadi ist dann einfach hält, Mann. Mann, was sind das für FIFA-Annahmen? Oh. Mann, 3-1 reicht bin leider nicht. Aber so zeige ich, bin wieder back im Business, Mann. Kaum spinnt der Controller nicht mehr, Alter, bin ich schon viel ruhiger bei den Spielen. Boah, wer schreibt mich denn jetzt auf Steam an, welche Hure, Alter? Oh, Balogun, Mann, mach doch einmal ein Tor, nein. Und jetzt ist der Traum vorüber. Bin ihm mein. Oh, oh! Aber nichts gewesen, Alter. Nichts. Nichts war da gewesen, Alter. Guck dir das an, da. Ich habe ihn mit der Hand im Dings getroffen, Alter. Jo! Aber ich weiß gar nicht, ob es reicht. Ich glaube, ich brauche 4 Tore. Aber was ein Counter-Sieg von Mainz. Das hilft ihnen. Die Tempoti den Platz Nummer 6 zu halten. Und aus ist es. Und jetzt warten wir. So unverdient, so unverdient. Wieder die ganzen FIFA-Bugs, Alter. Es kann nicht wahr sein. Also der große Bug, der im Hintergrund hier labert, Alter Junge, das ist halt einfach so. So unverdient, ja, so kann Fußball sein. Erste Halbzeit, HSV einfach die absolut klare, bessere Mannschaft, kam dann sogar in der Anfang der zweiten Hälfte gleich wieder zurück und dann hat es auf einmal Rums gemacht, dann wurde die Cheat Engine angemacht und dann funktionierte halt auf Seiten der Hamburger nichts mehr. Das war's dann auch gewesen hier, ja, aus Mann, Mainz. Unentschieden geholt. Du hast die Saison nicht gewonnen, wie geil. So ein Snagger, Alter. Mann, habt ihr das gesehen? Das offensive Spiel. Großartig. Schrecklich. Oh. Naja, das sagen sie immer, wenn sie verlieren. Tschüss. Na, tschüss.